Okay, in der Hoffnung, schade, dass irgendwas unter der Treppe war, leider nicht. Türen schließt, kannst du. Okay. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Dieses Spiel macht mich irre. Down the drain. Flow of blood. Just shut up! Let me think for a minute! Quiet! Quiet! Was für ein Psycho. Alles gut. Oh no, der Wachmann hat noch gelebt. Ich bin gar nicht da. Schön dort bleiben, alter Freund. Oh shit! Hallo? No. Muss mir nichts zeigen, ist alles gut, ist alles gut. Ist alles gut, mir muss nur nichts zeigen. Ich hätte die Tür offen lassen müssen. Der alte Psycho? Wo ist der andere hin? Du machst mir nichts, ne?
Follow the blood. No! Forest. Job-like in the suppression of our desires. But now... Now we don't. Yes. His tongue and his lure. Yours. Mine. Nee, schon okay. Ich müsste nicht essen wollen. Sehr schlaue Idee, jetzt hier durchs Fenster zu gehen, wenn die anderen zwei dort drüben stehen. Oder auch nicht mehr hier stehen. Okay. Gibt es hier irgendwas Nützliches? Dokumente? Akten, Batterien, nichts. Alter, durchgehend gelaut. In die Duschen möchte ich nicht unbedingt gehen. Oder müssen wir? Keine Ahnung. Man soll dem Blut folgen. Was? Oh no, der Fettklops. Muss das jetzt sein? Totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Geräusche. Oh mein Gott. Ach so.
versuche seine Schritte zu hören. Und ich höre nichts. Geronimo! Einfach rein ins Geschehen. Schon die Tür hinter sich schließen. In der Hoffnung, dass niemand mir folgen kann. Oh no. Irgendwie Folterstuhl. Scheiße. Sieht gar nicht gesund aus. Okay, nichts und nichts. Aber eine Akte. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke. Auftragnehmer Nummer 14-86-16 von Murkoff Psychiatric Systems. Keine lebenden Anverwandten. Staat Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Akte Nummer 8732. Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt Mount Massive Preserve. Voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welche der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, fast ausländischer Herkunft, 55 Jahre. Geschlecht männlich, Farbe Rasse weiß, ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden. Bitte angeben, ledig. Geburtsdatum 20. Oktober 1918. Geburtsort Deutschland. Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende. Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Okay. Er ist also schon tot gewesen. Von da kommen wir gerade. Genau. War ich hier nicht schon? Nein. Jetzt tun zur Sicherheit mal hier die Tür zu. Und hier könnte man die Tür auch zu tun. Murkoff Corporation. Oh shit! Der kommt hier rein. Holy shit, holy moly! Oh mein Gott. Vielleicht wäre das jetzt der Zeitpunkt gewesen, in dem ich abhauen hätte können.
Even when you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.